Was ist das Wertvollste, was die Menschen haben? Richtig, das ist die Zeit, denn die Zeit kriegen wir nicht wieder. Du kannst die Zeit nicht kaufen, du kannst gar nichts machen. Die Zeit kriegen wir nicht wieder. Und doch, viele Menschen gehen so verschwenderisch mit der Zeit um. Das, was jetzt in der Welt passiert, ist schlimm. Aber gerade in Deutschland ist die Corona-Zeit für viele ein Geschenk. Viele sind in Kurzarbeit oder Quarantäne. Und wir haben so viel Zeit geschenkt bekommen. Das ist ein Riesengeschenk. So ein Geschenk wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht wiederkommen. Also nutzt diese Zeit. Vor Corona waren alle aufgedreht. Termine, Meetings, bloß nichts verpassen, Arbeit, Projekte, Stress. Und jetzt? Jetzt ruht alles. Und trotzdem dreht sich die Welt weiter. Corona hat uns gezeigt, worauf es wirklich in dem Leben ankommt. Es kommt darauf an, dass wir gesund sind, dass wir das Leben genießen und dass wir das Beste aus dem Leben machen. Und jetzt haben wir viel Zeit, um über solche Sachen nachzudenken. Also nutze auch diese Zeit. Corona hat uns entschleunigt. Sonst hetzen wir den ganzen Tag Arbeit, Familie, Hobby, Garten, Haus, Finanzen, alles Mögliche. Aber wir hatten keine Zeit für uns selber. Und jetzt hast du diese Zeit und denk einfach über dein Leben nach. Tust du das, was du liebst? Lebst du das Leben, was du leben möchtest? Hast du deine Ziele erreicht? Bist du da, wo du sein möchtest? Das sind all die Fragen, die du dir jetzt stellen kannst. Dazu habe ich schon ein paar Videos gemacht. Geh einfach in die Playlist und schau meine Videos an. Dann kannst du viel mehr über das Leben nachdenken. Das ist eine einmalige Chance, also nutz die Zeit. Viele verschwenden einfach ihre Zeit mit TV gucken. Die sagen sich, yeah, geil, 2 Wochen Quarantäne, ich kann jetzt so viele Serien gucken. Aber das ist doch eine Zeitverschwendung. Die Zeit ist das Wertvollste, was die Menschen haben. Und doch gehen so viele Menschen verschwenderisch damit um. Wenn ich mir die ganzen TV-Quoten anschaue, die Deutschen gucken im Schnitt über 4 Stunden TV am Tag. Das ist echt krank. Das ist viel zu viel. Wenn du diese 2 Stunden einfach für deine oder 2 Stunden TV und 2 Stunden für die Weiterbildung nutzt, du kannst dich so schnell weiterentwickeln. Du kannst was Neues lernen. Zum Beispiel willst du Fotograf werden und hast dich nie getraut. Und jetzt hast du die Zeit, du kannst dich online weiterbilden, du kannst ein Coaching machen, du kannst einen Online-Kurs machen, wie du Fotos machst. Und zum Beispiel, jetzt fängst du an, jetzt hast du auch die Zeit dazu und nach ein paar Jahren bist du schon so weit, dass du mit Fotos dein Geld verdienst. Und jetzt war das was Gutes für dich, Corona-Zeit. Vielleicht hast du auch deinen Job verloren, aber jetzt durch diese Zeit hast du was Neues gelernt und kannst später das machen, was du liebst. Das ist doch viel wertvoller, wenn man das macht, was man liebt. Das ist das Beste, was es gibt. Also nutz die Zeit, um dich weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt wenig Geld hast, dann fang an, Bücher zu lesen über Finanzen. Guck meine Videos. Du kannst Geld sparen. Ich habe auch schon einige Videos gemacht, wie man Geld spart oder wie man immer Geld behält. Es gibt so viele Bücher und auf YouTube gibt es so viele coole Menschen, die dir zeigen, wie man mehr aus seinem Leben machen kann. Also, verschwende nicht deine Zeit. Die ist Gold wert. Mach was aus der Zeit, lerne was, lies Bücher, entwickel dich weiter und später zahlt sich das aus, weil jede Stunde, die du da in deinen Kopf reinsteckst, die zahlt sich zigfach aus. Guck kein TV oder spiel keine Spiele, mach was aus deinem Leben. Und ich sag dir, wenn du nur 2 Stunden am Tag was machst, dann bist du nach einem Jahr schon sehr, sehr gut und du kannst damit schon Geld verdienen. Man sagt so ungefähr, nach 1000 Stunden kann man schon was machen, also Geld verdienen, und nach 10.000 Stunden bist du schon Experte. Also dann bist du schon wirklich, wirklich gut. Und wenn du dir das alles hochrechnest, was man an Zeit braucht, dann ist es gar nicht so viel am Tag, weil der Erfolg, der kommt ja nicht von heute auf morgen, das ist immer wie so eine Treppe. Jeden Tag musst du ein bisschen machen. Hier 1 Stunde, hier 2 Stunden. Also investier Zeit in dich selber und du wirst schon bald Erfolge sehen. Egal was du jetzt machst oder egal was du machen willst, fang an, nutz die Zeit und bilde dich einfach weiter in dem, was du machen möchtest. Ich hoffe, du hast die Message verstanden. Nutz die Zeit, das ist ein Riesengeschenk für uns und nutz einfach diese Zeit. Verschwende deine Zeit nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like dieses Video, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao.